Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Wir sind hier nochmal im Level des Heiligtums, denn beim letzten Mal haben wir irgendwie 50 Gold gefehlt. Und ich habe den Level nochmal gespielt und das Gold gefunden. Und es ist ziemlich fies versteckt. Und zwar bin ich hier oben lang, bin hier in das Haus rein wie beim letzten Mal, wollte dann hier wieder den Kran runterlassen, dann bin ich hier lang gegangen. Und mir ist dann da in dieser kleinen Lücke links aufgefallen, Moment, da glitzert ja was, man kann es schon sehen. Da ist ein Edelstein versteckt, der uns genau die 50 Gold bringt, die wir beim letzten Mal verpasst haben. Und deswegen, man kann hier einfach dran vorbeigehen und sich das Ding aufsammeln. So einfach war das. Tja, und damit haben wir dann alles Gold aus dem Level zusammen. 10 hatten uns ja dann zusätzlich noch gefehlt, aber die sind davon, dass ich gestorben bin. Das habe ich so mit dem Ritter auch ohne Probleme geschafft, ohne zu sterben. Habe die 450 Gold gesammelt und habe deswegen hier in diesem Level jetzt auch volles Gold. So, was euch jetzt hoffentlich auch auffällt bei diesem Video, ich kann es vorher noch nicht sagen, ist, dass die Helligkeit jetzt wesentlich vernünftiger ist. Und zwar hat sich jemand beschwert, wiederholt möchte ich dazu sagen, weil der gute Water Knight hatte sich schon mal vor ein paar Videos, also bevor ich so eine lange Pause hatte, über die Helligkeit beschwert. Das hatte ich nur komplett verdrängt und vergessen. Und jetzt bei den neuen Videos hatte sich wieder jemand beschwert und ich habe mir das mal genauer angeguckt, weil ich gucke mir die sonst auf YouTube eigentlich nicht nochmal an. Und ich muss echt zustimmen, ja, das war verdammt dunkel. Dann habe ich bei einem Video versucht, die Helligkeit durch YouTube hochregeln zu lassen. Dadurch hat aber die Qualität vom Video ziemlich gelitten, wie ich finde. Warum ist hier eigentlich das Feuer aus? Egal, deswegen habe ich das... Nee, mache ich das nicht so gern. Ich habe jetzt mal hier in-game die Helligkeit hochgedreht. Also, ihr müsst wissen, bei mir sah das Spiel vorher schon hell genug aus. Das war vernünftig. Auch wenn ich das gerendert habe, in der Videodatei sah es eigentlich vernünftig aus. Irgendwie hat YouTube es aber dunkler gemacht. Ich weiß nicht warum. So, und jetzt habe ich im Spiel die Helligkeit hochgestellt. Noch nicht aufs Maximum, weil auf dem Maximum war es echt ziemlich grässlich für mich. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wie das jetzt so ist, wenn ich die Helligkeit ein bisschen hochgedreht habe. Und es wäre cool, wenn ihr mir das mal schreiben würdet, wie das jetzt euch recht ist, ob es noch heller sein soll, ob es überhaupt einen Unterschied gemacht hat, was ich natürlich hoffe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an richtig mit dem Spiel. Und zwar habe ich ja hier alles Gold bereits gesammelt, das heißt, wir können diese Map verlassen und uns der nächsten Map wenden. Ja, wir haben ja beim letzten Mal Zael gefunden und der hatte noch so einen kleinen Auftrag für uns, und zwar müssen wir in die Unterwelt hinab in den Riss, der die Enklave umgibt, und den Erdstab finden, weil sonst kann er diese Festung nicht zerstören. Deswegen gehen wir jetzt in die gleichnamige... Ja, ja, reden kann ich auch wieder nicht. In die gleichnamige Mission, und zwar die Unterwelt. Und mir ist noch was aufgefallen, ihr seht es vielleicht schon, die Jägerin hat, warum auch immer, schon die schwere Rüstung zur Verfügung. Also das war die mittlere und da hat sie die schwere. Ich habe keine Ahnung, warum. Jetzt habe ich einmal zu oft auf Escape gedrückt. Wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, jetzt einfach mal den Ritter auswähle, dann habe ich nur die mittlere Rüstung zur Verfügung. Ich weiß nicht, warum die Jägerin da irgendwie bevorzugt ist. Keine Ahnung. Bei den anderen habe ich, glaube ich, auch mal nachgeguckt. Da habe ich auch nur die mittlere Rüstung. Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer. Ich habe mir gedacht, immer nur Ritter oder Druidin oder so ist ja langweilig. Und ganz ehrlich, der Zauberer ist eigentlich auch relativ langweilig, weil er genau das gleiche ist wie die Druiden. Ihr seht, der hat auch Stäbe, der hat einen Dolch, Heiltränke und eine Rüstung. Das heißt, das ist eigentlich exakt wie die Druiden, bloß ein anderes Model. Deswegen bringt es nicht wirklich viel, den zu spielen. Aber, um mal ein bisschen was anderes reinzubringen, spiele ich heute mal den Halbling. So, dann nehmen wir natürlich die mittlere Rüstung. Und statt Schwertern arbeiten wir hier mit Äxten, und zwar mit der Schmetteraxt. Die Axt ist ja fast so groß wie der Halbling selbst. Dann nehmen wir natürlich noch einen guten Schild mit. Den schönen Ahnenschild, hinter dem sich unser Halbling vermutlich komplett verstecken kann. Eine Repetierarmbrust. Und Giftbolzen. So, und vom Rest holen wir uns dann noch zwei Heiltränke. Und schauen mal, wie weit wir damit kommen. So, die Unterwelt. Das Dröhnen, der Schmelzen. Oh, da ist gar kein der drin. Nochmal. Das Dröhnen schmelzender Felsen und die Gluthitze vom Feuer der Erde umgeben dich, intensiver werdend mit jedem Schritt weiter in die Tiefe. Na gut, das war ein bisschen doof vorgelesen mit dem Komma, gebe ich zu, aber egal. Seltsame Gebilde und Maschinen stützen die Felsen. Unsere Mission?
Du musst in die Unterwelt vordringen, um den Stab der Erdgeister zu finden. Genau, es war gar nicht der Stab der Erde, sondern der Stab der Erdgeister. Aber mal schauen, das werden wir bestimmt machen. So, wir starten jetzt erstmal hier. Übrigens sehr cooler Helm, die der Halbling da aufhat. Oder die Halblingsfrau, die Halblingin, keine Ahnung. Es ist ja ein weiblicher Charakter. Krass. Der Schild ist wirklich größer als sie selbst. Oh Mann. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Aha. Okay, wir haben irgendeine Maschine schon mal in Gang gesetzt. Das fängt schon mal gut an. Ah, da kommt ein Aufzug mit hoch. Das ist gut. So, bevor wir da runtergehen, will ich mich aber nochmal hier genau umgucken. Nicht, dass ich wieder irgendwie Gold übersehe. Das möchte ich nicht. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Interessante Unterwelt, wenn es hier solche Maschinen gibt. So, gehen wir mal hier drauf. Und fahren runter. Ja, das ist eigentlich zugegangen. Da unten brodelt die Lava. Wo müssen wir überhaupt? Wir müssen da lang, oder? Aber hinten geht es noch weiter. Ja, das lief schon mal sehr gut. Mission gescheitert. Ja, wir haben... Ach nein, jetzt habe ich auf Mission beenden geklickt. Wir hatten noch keinen Checkpoint, also tun wir einfach mal so, als wäre das hier nicht passiert. Nein. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Enclave. Genau. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. So. Wir haben ja glücklicherweise noch nicht viel gemacht. So, das möchte ich bitte abkürzen. Dankeschön. Holen uns den Aufzug. Dum, 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 dum. Na, vielleicht sollte ich lieber runtergehen, damit ich hier noch richtig aktiviere. So. Aber trotzdem, da hinten ist irgendein Vorsprung. Das möchte ich mir zuerst anschauen. Und diesmal springe ich richtig drüber. Jawohl, dachte ich mir doch, dass hier etwas Gold rumliegt. Und in der anderen Ecke auch noch. Und sogar ein Schlüssel. Ah, hier müssen wir sogar hin. Und ich hätte einfach hier rumgehen können. Hm. Na gut, egal. Was ist das denn? Ein Schreckenskrieger. Ein Skelett. Wow. Ja, das war im letzten Level auch so. Ich habe das ja einmal mit dem Ritter noch gespielt. Und die Skelette, die da waren, mit denen ich solche Probleme hatte mit der Druidin, der Ritter hat einmal draufgehauen und sie waren kaputt. Und deswegen war das, glaube ich, auch eine gute Wahl, hier einen Nahkampfcharakter zu nehmen in dem Level. Ich guck mal, ob unten in der Lava noch was ist. Denn mit den Skeletten werden wir jetzt echt gut fertig. So, was haben wir denn hier noch? Da ist auf jeden Fall erstmal Gold. Das möchte ich haben und mitnehmen. Na ja, kommt her. Vor euch habe ich keine Angst. Haha. Ey, du wirst dich nicht wehren. 115 Schaden, mal ebenso mit einem Schlag. Das ist schon ziemlich krass. Ja, hier geht's noch hoch. Da sind Skelette. Ja, ja, egal. Ein Heiltrank. Na, komm ich da noch weiter hoch? Sieht irgendwie so aus, oder? Ja, wäre ich jetzt Lara Croft, würde ich hier einfach hochspringen und mich dann nach rechts hangeln. Ja, aber das geht leider hier nicht. Deswegen gehen wir mal runter und kümmern uns um unsere Freunde hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ruckelt ein bisschen, oder? Hm, komisch. Sonst läuft das flüssiger, oder? So. Oh, wie angenehm das ist, einfach mal durchlaufen zu können, mit den Gegnern keine Probleme zu haben. Also nicht, dass ich das so im gesamten Spiel haben möchte. Ich möchte natürlich schon ein bisschen Herausforderungen haben, aber hier ist das gerade wirklich... Oh Gott! Okay, das war ein bisschen viel Schaden. Aber nicht durch einen Gegner, sondern durch diesen blöden Lavabock. Und das ist ein Leech. Oh nein, oh nein! Du musst leider sterben. Also was heißt leider? Du musst sterben, bitte. Stirb, stirb, stirb. Ein Erzliech ist das sogar. Okay, er ist tot. Oder sie ist tot. Ich glaube, es ist eine Frau. Ich weiß es nicht. Das hat viel zu viel Leben gekostet. Also, mit Skeletten werden wir ganz gut fertig. Aber vor Liechen sollten wir uns in Acht nehmen. Vielleicht nehme ich da das nächste Mal die Armbrust. Hm, mal schauen. Wir können jetzt hier hoch. Aha. Aha. Und es ruckelt wirklich extrem, oder? Das sind doch keine 30 Frames, mit denen ich gerade aufnehme. Hm, komisch. Äußerst seltsam, aber egal, ist es spielbar. Das soll mir erstmal die Hauptsache sein. Vielleicht wirkt das jetzt auch nur so, weil ich die Helligkeit hochgedreht habe. Hm, keine Ahnung. Naja, aktivieren wir mal den Checkpoint. Ich habe übrigens mit, oh
Gott, ich weiß den Namen nicht mehr. Mumi irgendwas. Die guckt auch seit einiger Zeit fleißig meine Enclave-Videos. Und durch sie weiß ich jetzt, dass es wohl verschiedene Versionen von diesem Spiel gibt. Ja. Und zwar gibt es Versionen mit Checkpoints und Versionen ohne Checkpoints. Und sie spielt die Xbox-Version, also auf der originalen Xbox. Und da gibt es leider keine Checkpoints in der Version, was ziemlich blöd ist. Und erinnert euch vielleicht an die erste oder... Ne, an die dritte Folge. Da war das erste Mal, dass ein Checkpoint aufgetaucht ist, glaube ich. Oh Gott, nein, ist das schon wieder ein Viech? Oh nein, das ist ein Skelett. Moment. Schild, so. Auf jeden Fall der erste Checkpoint, an den ich gekommen bin, da war ich ja etwas verwirrt und habe mich gefragt, warum ist hier ein Checkpoint? Ich kann mich nicht an Checkpoints erinnern. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich auf Mittel spiele und nicht auf Schwer, dass ich dadurch jetzt auf einmal Checkpoints habe. Aber daran scheint es tatsächlich nicht zu liegen, sondern an der Version. Und da habe ich halt früher einfach eine Version gespielt, die keine Checkpoints hatte. Nicht noch ein Schütze. Und das war es dann also. Was natürlich irgendwie doof ist, dass es dann einzelne eigene Versionen gibt, die irgendwie einfacher sind und andere. Oh, nicht duschen wieder. Andere, die nicht so einfach sind. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Oh, komm schon. Stirb. Geht doch so. Oh Gott, das hat viel zu viel Leben. Aber das kriege ich hin. Oh, gut, es hat sich sowieso aufgelöst. Ah, ich habe keine Heiltränke mehr. Moment, da war noch ein Skelett übrig. Ah, das habe ich ganz vergessen. So. War das jetzt ein Stress? Ich hoffe, es kommen nicht mehr zu viele Lieche. Weil sonst habe ich ein echtes Problem mit meinen Heiltränken. Da muss ich eventuell mal mit der Armbrust versuchen, ob ich die da nicht richtig kaputt kriege. Aber ich vermute mal, dass das nicht so gut ist, weil ich mich da nicht mehr vernünftig verteidigen kann. Hm. Kann ich hier noch hoch? Oh, anscheinend nicht. Hat hier hinten noch irgendwas übersehen? Ich bin jetzt ziemlich hektisch hier rumgelaufen. Ach nee, da oben war nur ein anderer Leech. Okay, alles klar. Dann können wir uns jetzt weiter in die Tiefe begeben. Hm. Ich frage mich gerade, ob ich den Schlüssel wirklich noch brauche oder ob das nicht ein optionaler Gegenstand war. Ich möchte diesen Edelstein haben. Es ist ein Diamant. Ich habe ein Skelett gehört. Es ist da oben, aber da oben eine Brücke hinführt, also hier vermute ich mal, dass ich irgendwo anders hoch muss und dann darüber laufen kann. Ich glaube, so war das. Hier geht es ja oben auch noch weiter. Bis hierhin. Ich habe mir nicht gehört. Oh nein. Das kann ja was werden. Bleiben wir erstmal hier und... Moment, geht's da hoch? Anscheinend geht's hier hoch. Ah, okay, dann geht's da weiter. Aber ich möchte natürlich erstmal zum Diamanten gehen. Wahrscheinlich haben die auch angeteased und jetzt kommt da irgendwas ganz Böses. So von wegen, ha, hier siehst du den Diamanten, aber du musst den ganzen Weg zurückgehen. Und dann schmeißen sie irgendwas Großes, Böses gegen mich. Oder auch nicht. Hm, aber vielleicht auf dem Rückweg. Nein. Boah, Moment, wie viel war da jetzt wert? 200? Oder war das 150? Ich habe nicht genau aufgepasst. Ihr seid keine Gefahr für mich. Also ja, sie schmeißen was gegen mich, nachdem ich den Diamanten aufgesammelt habe, aber keine besonders große Herausforderung. Nein. Sehr gut. Ja, cool. Ich glaube, der Level hier war auch gar nicht mal so lang, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Davon sollte ich mich nicht erwischen lassen. Und mir macht diese ganze Lava irgendwie so ein bisschen Sorgen. Na gut, gehen wir... Oh. Das war knapp. Okay, ihr habt es gesehen, das eine ging runter, dafür ging das hoch. Und das war halt, hing halt vom Gewicht ab. So, ich hoffe, ich habe nichts übersehen bis dahin. Ich hasse Flammenpfeile. 231 Schaden. Nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Das hätte ich einem Halbling ehrlich gesagt nicht zugetraut. Gehen wir da hoch? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, da lang zu gehen, aber ich glaube, da ist auch gar nichts mehr, oder? Also theoretisch könnte ich da vermutlich drauf springen und dann da hochlaufen, aber ich will jetzt mal wenigstens probieren, ob das funktioniert.
Es funktioniert sogar, aber das ist mir zu wackelig. Und da oben ist ja auch nichts. Deswegen gehen wir mal zurück. Na, wahrscheinlich wird da oben jetzt doch noch irgendwas sein. Und mir fehlen am Ende wieder 50 Gold. Aber das riskiere ich jetzt. Oh Gott, das ist... Was ist das denn? Das ist ein bisschen groß. Help. Aber mein Schild beschützt mich. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen größer als das durchschnittliche Skelett. Aber es ist halt ein Höllenskelett. Damit wissen wir, wir nähern uns der Hölle. Oder sind wir schon da? Also hier ist zwar viel Lava und so, aber ich muss sagen, wie eine Hölle sieht das tatsächlich noch nicht aus für mich. Wobei, wenn hier solche Viecher rumlaufen, irgendwie doch ein bisschen. Na, das sieht mal eher aus wie ein Eingang zur Hölle. Ein bisschen zumindest. Eigentlich will ich da nicht rein. Nein. Und ich hätte gerne einen Heiltrank. Fällt mir gerade auf. Vielleicht muss ich ansonsten das Level nochmal spielen ohne Halt. Ohne so viele Bolzen. Aber ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Oder? Mal schauen. Weiß ich, was jetzt kommt? Moment, der Level ist schon fertig? Mir fehlen aber noch 160 Goldstücke. Wo habe ich die denn hin liegen lassen? Also ich hätte auf jeden Fall damit recht, dass der Level nicht besonders lang ist, aber... Also wir haben 340 Goldstücke gefunden und unter den verrottenden Knochen... Oder verrottenden Knochen besiegter Feinde hast du etwas Diebesgut gefunden. 500 Goldstücke. Eine neue Mission wurde freigeschaltet. Zurana. Eine sehr coole Mission, muss ich sagen. Aber wo ist das Gold, das ich übersehen habe? Das ist jetzt irgendwie doof. Also ich möchte mal schauen, was ich an neues... was ich so neues an Equipment freigeschaltet habe. Ja, nein, wir haben immer noch keine schwere Rüstung. Keine neue Armbrust. Was haben wir denn so an... Keine neue Axt. Und keinen neuen Schild. Na gut. Dann wahrscheinlich nach der nächsten Mission. Oh, aber gut, ich werde die Unterwelt nochmal privat spielen müssen und mich auf die Suche nach dem Gold begeben. Ich werde euch dann natürlich wieder zeigen, wo ich das gefunden habe. Ich hoffe, es war alles irgendwie an einem Ort und nicht wild übers Level verteilt. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es jetzt nicht ganz so lang war, habe ich zumindest den Eindruck. Und wir sehen uns dann im nächsten Level wieder. Der da heißt Zurana. Übrigens sehr bedenklich, dass da noch keine Goldanzahl steht. Wir werden sehen, was sich dahinter verbirgt. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Level, muss ich sagen. Mal etwas anderes. So viel sei gesagt. Ich will gar nicht zu viel spoilern, tatsächlich. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.